Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir über den Handelsposten kriegen können und zwar haben wir jetzt quasi im April wieder ein schickes Mount drin, das wir über Punkte holen können. Ich befinde mich einmal beim Handelsposten in SW und als Hordler habt ihr dementsprechend in Ogrimmar noch einen. Wenn wir da einmal reingucken, haben wir diese Woche oder diesen Monat so rum, wieder mehrere T-Mog-Items drin. Können wir jetzt einmal hier ein bisschen durchgucken. Hier unser schönes Mount, was wir uns jetzt anschauen wollen. Zügel der Magenta-Wolkenschlange. Dann haben wir noch ein Pet. So ein ähnliches Model haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo. Eggbob heißt es. Ganz witziger Name an der Stelle. Und ja, ein paar Köcher. Hier dann noch eine Waffe. Noch eine Waffe. Das hat vor allem... Die hat nicht so hohe Qualität von... Quasi von dem Grundlayout, oder? Ja, na gut. Aber manche andere coole sind tatsächlich auch dabei. T-Mog halte ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen zurück, auch wenn es hier so einen Bärenkopf gibt, weil ich einfach so ein bisschen, die Marken sparen muss, um dementsprechend mir immer schön die Mounts und Pets kaufen zu können. Aber wir wollen uns jetzt einmal sowohl das Mount holen als auch das Pet. Dann kann ich euch das auch mal gleich mal zeigen. Und davor können wir jetzt einmal noch die Kiste aufmachen. Da gibt es nämlich dann auch nochmal ein paar Händlerdevisen raus. Und quasi das diesmonatige Extra-Item. Und das ist ja dann immer quasi mit einer Kiste drin, wenn wir dementsprechend einmal den Balken aufgefüllt haben. Wo ihr den Balken findet, das ist einmal unter den Abenteuerführer drin. Und dann habt ihr hier oben einen Balken, den könnt ihr auf 1000 auffüllen, indem ihr verschiedene Aktivitäten erfüllt. Und darüber gibt es dann die Marken, wo wir dann dementsprechend hier die Items kaufen können. Man kann das teilweise auch über Dungeons machen, über RBG, über Arena, über Mythic Plus könnt ihr was machen. Auch viel über Berufssachen. Ihr seht, ich mache eigentlich nur die Berufsquests. Die gehen relativ schnell und da kriegt man auch relativ viele Punkte. Also da habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Auch hier im Haustierkämpfe mache ich immer mal wieder, um auch ein bisschen Worldquest-Ruf nur abzustauben und alles Mögliche bringt Punkte. Also das nicht voll zu kriegen ist fast schwerer, als es voll zu bekommen. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt hier einmal die Wolkenschlange für 900 Punkte. Falls ihr jetzt übrigens in dem Monat die verpasst habt, die Items sollen laut Blizzard immer wieder mal kommen. In was für einem Zyklus das ist, ist leider aktuell noch nicht bekannt, aber es gibt hier auch noch Rückerstattung. Okay, das wollen wir jetzt nicht machen. Also die beiden haben wir uns gekauft, dann schauen wir uns die jetzt mal an. Vom Wolkenschlangenmodel verspreche ich mir jetzt nicht so viel, da haben wir ja schon das ein oder andere an Wolkenschlangen. Also da wird es jetzt nichts Spektakuläres geben. Diesmal ist sie halt hier, wie es der Name sagt, in Magenta. Ah, gut. Die hat jetzt hier noch so Leuchten hinten dran, so wie es aussieht. Das ist ganz nice. Ah, sieht doch ganz schick aus. Ist jetzt nicht meine Favorite-Farbe für die Wolkenschlange. Da gibt es tatsächlich noch coolere, vor allem die Donnernden, die dann noch so Effekte haben. Aber es ist wieder ein Mount mehr und dementsprechend, ja, nicht verpassen. Wenn der Monat rum ist, dann müsst ihr vielleicht wieder relativ lang warten, bis es dementsprechend dieses Mount wieder zu erholen gibt. Dann gucken wir uns noch das Pet an, hätte ich gesagt. Das finde ich fast ein bisschen cooler. Warte, da haben wir es. Jetzt weiß es der kleine Begleiter hier. Oh ja, der ist schon süß. Macht auf jeden Fall was her. Übrigens, kleiner Tipp noch. Solltet ihr jetzt nicht wie ich Punkte vorgespart haben, habt ihr immer die Möglichkeit, hier unten noch ein Item zu saven. Und zwar könnt ihr das hier reinziehen und dann spart ihr dieses Item einfach für eine Woche oder für eine folgende Woche. Das ist dann hier so eingefroren. Warte mal, wir nehmen jetzt irgendwas Neues, zum Beispiel das hier. Ziehen das hier rein. Dann, da müssen wir immer kurz warten. Das habe ich jetzt verkackt. 5 Sekunden müssen wir warten, dann frieren wir das quasi ein und können das dann nächste Woche oder nächsten Monat besser gesagt noch kaufen. Heißt, solltet ihr jetzt alle eure Punkte ausgegeben haben, wie ich das Mount und das Pet haben wollen, könnt ihr euch zum Beispiel das Mount kaufen, das Pet hier reinziehen, dann könnt ihr euch das nächsten Monat kaufen, wenn ihr die neuen Punkte habt. Gut, dann sind wir jetzt soweit durch mit dem kleinen Aufnahme. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen erinnern. Hallo, holt euch das Ding ab, ne? Man vergisst es leicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.